Okay, Bummele. Alles klar. Alles klar. Morgen, Leute. Ich hatte gestern so Kopfschmerzen. Bin voll eingepennt. Und hab nicht mehr Tschüss gesagt, ey. Ich war so kaputt. Ich war so kaputt gestern. Ich weiß auch nicht warum. Ja. Ich wasch mal mein Face. Bin jetzt irgendwie voll entspannt. Und jetzt mache ich so typisches Hausfrauenkram. Und koche. Es wird heute Kartoffeln geben mit Lachs und Spinat. Richtig gesund, gell? Ja, ich weiß. Die Spülmaschine aufräumen. Ich übrigens jetzt auch da. Da hinten ist der. Also ich erkläre euch jetzt mal, was ich so gemacht habe. Ich bin voll die Hausfrau geworden übrigens, gell? Also ich habe die Kartoffeln in heißes Wasser gemacht. Dann nehme ich einfach so Rahmspinat vom Aldi, mache das in einen Topf und erhitze es so für 15 Minuten. Und dann habe ich noch so ein Lachsfilet vom Aldi, habe ich gerade gedefrostet. Das kann noch mehr defrosten. So, so einfach geht kochen, Leute! So sieht's aus. Schmeckt gut? Kartoffeln, Spinat und Gurkensalat. Guten Appetit. So, mittlerweile sehe ich auch schon ein bisschen besser aus. Ich habe mich jetzt ready gemacht. Nicht fertig gemacht. Ihr wisst ja jetzt, warum wir das immer sagen. Und habe mittlerweile auch halt ein bisschen aufgeräumt und so. Hier. Und muss jetzt in die Stadt, weil ich noch ein paar Unterlagen abgeben muss. Und dann fahre ich zu unserer Cousine. Die wollte mir auch was geben. Und danach fahre ich zu Mama und Tante Lolli. Weil ich habe hier diesen Pulli gekauft. Sieht so aus. Von Zara. Aber keine Ahnung, irgendwie fand ich den cooler, als ich es im Laden gesehen habe, als jetzt. Irgendwie ist es doch irgendwie. Ja, der Pulli ist komisch. Deswegen gebe ich es Mama. Und diesen Pulli hatte ich auch schon lange nicht mehr an. Anna hat den gebunkert, ey. Ich dachte schon die ganze Zeit, er hat sie die ganze Zeit den gleichen an. Warum wäscht die denn nicht? Aber dabei hatte sie zwei. Ja. Genau. Off we go. Cheers. Boah, krass, wie viel Schnee hier liegt. Ajo. Look. No. Hallo. Hallo. Gott, alleine? Ja, alleine. Oi, oi. Ist der andere? In Dubai. Bei deiner Schwester. Hallo. Yeah. Ich zieh mal meine Schuhe aus. Okay, we go. Ja, mit wem sonst? Leo. Leo, arbeiten. Hast du Adobo essen? Ja. Ich bin auch nur zum Essen hergekommen. Hoi. Ah. Was? Amma, willst du? Ja, Mann. Weil guck mal, Leute, den habe ich ja gekauft. Den? Aber mir gefällt er nicht so. Aber ich dachte, Dings, mal, dir gefällt sowas bestimmt. Der Fasching! Ja, passt.
Das ist nur zum Basteln. Was ist das für eine Säge? Lange und Lupa. Das ist für mich? Das ist deine. Oh. Ja, sie guckt, ob sie blockt oder nicht. Und dann, wenn sie blockt, dann tut sie es. Dann tut sie es zusammenschneiden. Also, weißt du, in einer Woche in. Also, eine Block. Ja. Übrigens habe ich von. Mama unsere Rolli Adobo bekommen. Leute. Ja, das ist der Chef von Lollipop Friends. Sie hallo, macht immer Werbung unter unseren Videos und unseren Fotos. Hauptliste. Eine junge Mädchen hat uns fotografiert. Ah, guck mal! Hat er eigentlich gesagt. Entschuldigung, ich bin von Fans von Antek. Und ich Foto machen. Oh. Süß. Ich mach gerade das gleiche wie bei Anna. Okay. Isang bata from Tacloba nangarap. Okay. Ja, irgendwie die Cam ist mir nicht so sympathisch. Sie fühlt sich so an, als würde sie gleich kaputt gehen. Das ist Der Legriff ist so, weißt du, die kannst du hinschmeißen und in den Mund nehmen. Ja, okay, aber das ist dann schon nicht mit der Legriff machen. Ja, aber der macht das nichts, weißt du, die ist schon robust gebaut so. Ja. Die kannst du irgendwo hinstellen, aber hier. Ja, aber unsere Legriff ist schon auch schon unsere fünfte. Guck mal, die hat voll das Halsband für ihn. Das Ding's auch. Ja. Milo. Milo hat auch so ein leuchtendes Halsband. Ey, dass die Leute sich das geben. Bei der Kälte. Bei der Kälte, ja. Bei der Kälte. Katzmini. Habt ihr schon die Beleuchtung gesehen? Guck mal, hier ist Lila. Das ist am coolsten. Ich finde, das passt irgendwie am besten ins Gesamtambiente. Weil das ist so orange ist und so, weißt du? Lila ist schon, da wird es zu bunt hier drin. Ja, schon cool. Da ist auch viel rot und so, weißt du? Orange, rot. Bist du jetzt Korinthenkackerin oder was? Ja. Wenn schon richtig. Schnee. Vorhin war voll Stau. Ja. Hier. Stand bis ganz hinten. Ja, ist immer Feierabendverkehr. Voll Scheiß. Jetzt gucken wir mal, wie sich denn so dein Verbrauch ver. Immer machst du das. 8,8 Liter hast du jetzt, seitdem wir nach Stuttgart gefahren sind. Und im Allgemeinen bist du immer noch bei 9,2 Liter. Jetzt ist voll radikal geschnitten hier. Wieso? Der Seite voll so. Das fällt an dir auf. Fällt sowas dann auf? Du verlangst was von mir, dass es mir auffällt, wenn du deine Haare. Ja, warte, bei mir sind es auch richtige Unterschiede. Oh. Ich gehe von. Schwarz auf hell oder von hell auf pink oder blau. Ja, aber wie oft hast du deine Haare irgendwie aschiger gemacht oder irgend so ein Zeug und dann. Nee. Man sieht's, aber vor allem meistens habe ich auch geschnitten. Ja, du siehst es, ich sehe es nicht so. Du siehst meine Frisur nicht, ich sehe es. Ja, ach, man tut sich immer selber genauer angucken als andere. Mhm. Eingeschlafen. Ich bin auch eingeschlafen. Und Milo auch. Okay. Du Wachhund. Nee. Ich fahr jetzt. Ciao. So bin ich jetzt zu Hause angekommen. Voll eingepennt bei Paddy. Und dann irgendwann ein bisschen aufgewacht, guckst du auf die Uhr. Scheiße, 1 Uhr.
aufgestanden. Ja. Werde mich jetzt auch direkt pennen legen. Genau, schmink mich ab. Dann penne ich, Alter. Übrigens, weil voll viele gefragt haben. Hier sind übrigens Bubbel und Bubbelina. Es gibt sie noch. Und denen geht's gut. Wir haben hier so eine Wärmefolie eingemacht. So. Hallo. Was? Ja, ich weiß. Ist denn ihre Futterschüssel auf? Okay, Bummele. Alles klar. Alles klar. Okay. Komm, Bubbele. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ciao.